Da vorne ist ein Täuscher. Den möchte ich haben. Denn wir sind immer noch kurz vor dem Level Up. Oh. War ja doch noch länger, als ich gedacht habe. Super. Und, Schalk hat sein Level abgekriegt. Wie mir der Name nicht eingefallen ist. Habt ihr das gehört? Ja, ich möchte den da. Super. Ich finde es toll, wie die Kisten schweben und wie ich mich da reinstellen kann. Was haben wir denn da? Sumpflemmi? Lass den auch mal, schnappen. Ja, dann heil halt vernünftig, dann stirbt auch niemand. Nur mal so erwähnt, ne? Ach, da habe ich ja auch noch was. Ja, widerstanden, aber es hat trotzdem Schaden gemacht. Auch mehr Bücher, damit ich meine Sachen besser hochskillen kann. Super. Ah, jetzt haben die anderen auch ihr Level ab. Das ist schön. Mach doch die Kiste auf. Zerbrochene Klaue. Wollte ich schon immer haben. Und noch eine zerbrochene Klaue. Ach. Ein Traum wird wahr. Das sind noch ein paar Täuscher. Höhlen gibt es ja scheinbar wirklich keine. Aber ich möchte auch dieses Item, was da hinten liegt. Dann nehmen wir noch die Täuscher auf dem Weg einfach. Ups. Zu früh gedrückt. Einfach mit. Sehr schön. Ach, das ging ja fix. Täuschersamen, Nebula-Hose und Gefahrenrammer. Oh, da gucken wir gleich mal, ob das für jemanden was ist. Während wir hier mitten im Wasser stehen. Da werden die Klamotten ein bisschen gewaschen. Das ist auch ganz gut. Das weiß ich bloß nicht mehr, war das für ihn oder... Gefahrenrammer. Sehr schön. Für dich haben wir nichts Tolles. Es ist schlecht. Da noch ein paar leere Jockel. Da gucken wir doch mal. Die sind schon eingeladen. Erstschlag, Doppelangriff. Frostangriff, Windmantel. Gut, gucken wir mal, was haben wir hier. Äther, Rückangriff, physische Lähmung, Erdmantel. Nehmen wir mal den Erstschlag. Ah, ein bisschen Agilität noch mit rein. Das kann nie verkehrt sein. Ach, wir haben ja auch noch eine Nebula-Hose. Gucken wir doch mal. Das ist schlechter. Schlechter. Für sie wäre es ganz gut. Da müsste sie aber ihren schicken Dings. Ihre schicken Taucher-Shorts ausziehen. Na, gucken wir mal. Okay. Lassen wir. Das können wir auch so nehmen. Das ist kein Problem. Das ist doch schick. Da habe ich wieder den Männern Gefallen getan. Kann ich die eigentlich drehen?
Charakter betrachten mit Minus. Na, guckt mal, Leute. Ist doch geil, oder? Hintern. Ich kann auch zoomen. Hintern! Das ist mein Hintern-Bonus. Schade, du bist jetzt mein Hintern-Bonus. Aber... Na, doch, so war das richtig. So. Hintern- und Tittenbonus. Hintern- und Tittenbonus. Ah, sehr schön. Schade, dass die Frauenquote hier in dem Spiel. Deswegen kann ich sie gar nicht austauschen, weil ich brauche die Frauenquote. Sonst, das geht sonst gar nicht. Komm. Super. Ja, schicken Nebula-Hose. Wir brauchen noch ein schickes Nebula-Oberteil. Giftschnabeltier. Und ein Giftschnabeltier. Na, herrlich. Ich wollte schon immer Giftschnabeltiere haben. Perfektes Haustier. Das sieht schon irgendwie toll aus hier. Welches Vieh hat mich erwischt? Du da oben. Dickicht-Eul. Soll wohl ein anderes Wort für Eule sein. Sehr kreativ. Sieht auch ein bisschen, hat auch ein bisschen was von der Eule. Also von der Körperstruktur her. Ah, mir fehlt noch so eine Bibliothek, wo man so Kram eintragen kann. Also wo man sich nicht eintragen kann, aber wo man sich die angucken kann, wie bei Shadow Hearts. Das wäre noch ganz cool. Everyone, look. It's a group of Nopon. Ah, some Nopon merchants. What do you think they're up to? They must be here for a reason. Let's go and ask them. Good idea. Nopon AG klingt irgendwie blöd. Da kann er sagen, was er wollt. Ist hier wirklich keine Höhlen, nichts zu entdecken. Da ist eine Brücke. Da sitzt so ein Vieh auf dem Baum. Ah, ich verstehe, verstehe. Das, ach, ich kann ja nichts einsammeln, wenn mich was verfolgt. Doch, kann ich. Summkatze. Aber hier ist nichts. Das heißt, es ist wie so ein Raubvogel, sitzt auf dem Baum und stützt sich herunter, wenn es wen erblickt. Das ist cool. Das ist wirklich cool gemacht. Was gibt's denn hier hinten? Ein Summkohl. Und ein paar matschige Texturen. Und sonst nix. Hat sich ja voll gelohnt. So, so ein super special awesome Tier. Oh, wieder manchmal meine Befehle nicht annehmen. Könnte ich kotzen halt. Ich dachte, er ist aus dem Teenager-Alter raus. Also, nee, du warst ein ganz normaler. Unkorleber. Sie möchte, dass wir ihr drei Unkorlebern besorgen. Kann man diese Dinger denn wirklich essen? Ah.
Okay, wir wurden wieder gespoilert. Wir brauchen 3 Unkorlebern. Ach, wie du mich schon wieder verarscht hast. Es ist eine wahre Pracht. Diese Viecher verarschen. Gibt's hier noch Unkohren? Ist jetzt gerade keinen. Laufen mal hier lang. Das sieht so verdächtig aus. Schieb das mal weg, Schalk. Lass uns mal gucken, was dahinter ist. Hm. 5 Zitronensteine sollten eigentlich reichen. Wir müssen sie so schnell wie möglich Sasander bringen. Wer ist Sasander? Warum spoilert mich das Spiel? Das ist irgendwie total doof. Und in den Kämpfen ist es nervig. Ist eine nette Idee, aber irgendwie finde ich die Umsetzung nicht so gelungen, muss ich sagen. Eine rote Sonnenblume. Was voll Sinn macht, dass sie dann Sonnenblume heißt, weil ich meine, dass die Sonnenblume Sonnenblume heißt, weil die halt gelb ist und aussieht wie eine Sonne. Ja gut, es gibt eine rote Sonne, wenn sie untergeht, aber... Ja, ne? Ein bisschen weit hergeholt. Aber ich glaube, bei uns werden sie genauso so unkreativ. Eulenschatzbeutel und zerbrochene Klaue. Was man mit dem Beutel machen kann. Es ist wirklich schade, dass ich mir so Items nicht richtig angucken kann. Aber ja, ich sehe ja schon, bei der Fülle wäre das wohl auch ein bisschen zu viel. Ah, jetzt haben wir schon 2. Oh, kann ich da hoch? Kann ich da richtig hochklettern, oder? Ah, cool. Ah. Na komm. Hübsch, Pastinake. Was? Ich will da hoch. Lass mich da hoch. Lass mich da hoch. Froh Chrysantheme. Bin auch froh, dass ich jetzt hier oben bin. Warum man immer hier hoch wollte. Einfach weil es geil war. Ich finde das geil. Was? Wo kommt ihr denn her? Ach so. Da hätte ich es leichter. Egal. Egal. Ist ja was hinter Wasserfall? Nein, natürlich nicht. Wasserstamm. Und Rattenhase. Okay. Hier geht's nichts. Ich fände auch irgendwie noch so eine Unterwasserwelt, fände ich ja noch geil. Oder halt einfach eine Stadt, die unter Wasser liegt, so wie bei Bioshock. Das wäre awesome. Aber ich denke, sowas wird es hier nicht geben. Wieder meine Befehle nicht annimmt. Schalk. Provozier meine Nerven nicht. Wie wir einfach abgetrieben werden während dem Kampf. Das ist doch geil. Was kriege ich denn? Prächtiger Wolfpelz und normales Leder. Hat sich ja voll gelohnt. Kugelmaßliebchen. Na, die Übersetzer werden ja aber auch ihren Spaß gehabt haben. Mit den ganzen Items.